Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Krypto Schnack. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Für all diejenigen, die neu dabei sind, es freut mich, dass ihr diesen Kanal gefunden habt. Und wenn ihr diesen Kanal mögt, würde ich mich natürlich über ein Abo und einen Daumen hoch sehr freuen. Und für diejenigen, die wieder dabei sind, es ist mir eine große Ehre, euch wieder hier willkommen zu heißen. Und wir starten doch gleich mal in die derzeitigen Bitcoin-Nachrichten hinein. Und zwar Grayscale, über die wir ja nun schon mehrfach geredet haben, sind inzwischen mit einem Plus von 90% in 2020 und das gesamte Portfolio entspricht jetzt einem Wert von 4,5 Milliarden Dollar. Und ja, der Grund dahinter ist recht einfach, warum Grayscale das erreicht hat, nämlich Grayscale hat konstant Bitcoin dazu gekauft. Das Interesse ist da gewesen. Sie haben gekauft, als der Kurs bei 4.000 Dollar war. Sie haben den Kurs bei 10.000 Dollar gekauft, bei 8.000, bei 7.000 etc. Und dadurch haben sie einen Durchschnittsgewinn erreicht, der so hoch ist. Und das schlägt natürlich alles andere. Und das ist ja das, was Bitcoin so interessant macht. Und Grayscale deswegen natürlich auch so viel Zuspruch bekommt. Und ja, 90% sind natürlich der reinste Wahnsinn. Aber die Strategie, die sie verfolgen, ist genau das, was ich jedem, der neu in Bitcoin ist oder in Zukunft in Bitcoin investieren will, auch rate. Es ist egal, wie viel, selbst wenn ihr 50 Euro im Monat habt, jeden Monat 50 Euro. Der Durchschnitt wird am Ende euch eine grandiose Rendite geben. Es bringt nichts, auf schnelle Gewinne zu warten. Einfach jeden Monat 50 Euro investieren. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Ich bin zwar kein Anlagenberater und ja, jeder investiert mit seinem eigenen Risiko mit seinem Geld. Das ist ganz wichtig für euch zu wissen. Aber am Ende des Tages, das ist so die Strategie, die ich fahren würde, jeden Monat immer einen kleinen Betrag und das wird am Ende zu einem sehr, sehr großen Betrag werden. Auch in den nächsten 10 Jahren und wenn wir uns in 10 Jahren nochmal sprechen, wird das zu einer unglaublichen Rendite führen. Gehen wir doch gleich mal weiter. Coinbase, ich persönlich bin nicht so ein großer Fan von Coinbase, nichtsdestotrotz ist es eine nennenswerte Nachricht und zwar wird es ab dem Herbst möglich sein, also schon bald, sich Kredite über Coinbase zu holen, indem man maximal mit 30% der Bitcoins, die man hält, also sagen wir mal so, ich halte 1000 Dollar in Bitcoin, dann könnte ich mir jetzt einen Kredit von 300 Dollar holen. Also man sieht, auch hier passiert etwas, was ich schon lange vermutet habe. Die Finanzindustrie bzw. Bitcoin im Finanzsektor wird den ganzen Sektor umwandeln bzw. verändern. Und die Tatsache, dass Coinbase gegründet worden ist und bis jetzt ja auch keine Bank war und jetzt die Leute die Möglichkeit haben, wie bei einer Bank sich einen Kredit zu holen mit dem Geld, was sie in Bitcoin halten, ohne dass sie Bitcoin verkaufen müssen, das ist neu, das ist das Entscheidende und es wird weiter dazu führen, dass Leute Bitcoin halten werden, um wiederum, und das ist der schöne Effekt, dann sich einen Kredit holen zu können. Das ist dann die Sicherheit, die Coinbase hat auf der anderen Seite und gehen wir davon aus, man hat einen Kredit über 10 Jahre, man hat 30% als Sicherheit hinterlegt in Bitcoin und diese 30% wachsen weiter, dann ist das natürlich ein großer und guter Deal. Und sowas werden wir in Zukunft noch viel mehr sehen. Und das macht ja im Prinzip die anderen Banken dann uninteressant, sofern diese Banken nicht das Gleiche irgendwann anbieten. Und da sind wir ja mit JP Morgan, mit Goldman Sachs etc. sind wir auf dem Weg, dass die natürlich auch an Angeboten arbeiten. Und dieses tun sie natürlich, weil eben halt Unternehmen wie Coinbase ihnen sonst die Kunden wegnehmen, die sonst sie vorher gehabt hätten. Ja, dann schauen wir mal weiter. Also, one of the biggest ever bets on Bitcoin worth a massive 250 million is already paying off. Ja, wir hatten über das Unternehmen im letzten Video gesprochen, welches Bitcoin im Wert von 250 Millionen US-Dollar gekauft hat, als Absicherung gegen die Inflation des US-Dollar. Und da reden wir nochmal von der Micro-Strategy, welche auch beim Nasdaq gelistet sind, also ein Aktienunternehmen sind.
Und jetzt ist etwas Interessantes passiert. Es ist so, dass das ist in die Nachrichten gekommen ist, dass sie 250 Millionen in Bitcoin investiert haben, um sich abzusichern. Und am gleichen Tag, wo die Nachricht rausgekommen ist, hat der Aktienkurs interessanterweise einen Zuwachs von 100 Millionen Dollar gehabt. Und man kann das so ein bisschen vergleichen mit Tesla in der Autoindustrie, Unternehmen, die eben halt eine gesamte Industrie ändern, werden immer mehr unterstützt. Und dass solch ein Unternehmen sich entschieden hat, in Bitcoin zu gehen, zeigt, dass sie zukünftig denken, dass sie eine langfristige Strategie haben. Und dafür wird es dann sofort interessant für Investoren am Aktienmarkt. Und das wird auch ein Vorbild sein für andere Unternehmen, dass vielleicht andere Unternehmen eine Strategie entwickeln, in Bitcoin Absicherungen zu haben oder Geld zu investieren und somit auch für jüngere Investoren, die in Bitcoin interessiert sind, interessant zu werden. Weil für all diejenigen da draußen, die sich in Bitcoin für Bitcoin interessieren oder in Bitcoin investiert sind, ist natürlich ein Unternehmen interessant, welches genau diese Strategie fährt, weil man sagt, okay, die scheinen genauso an dieses Konzept Bitcoin zu glauben. Und diese 200 Millionen werden sich vervielfachen. Das heißt, auch der Wert und das, was das Unternehmen an Geld hat und Sicherheiten hat, wird sich im besten Fall vermehren langfristig über mehrere Jahre. Und das macht wiederum das Unternehmen sehr interessant für Leute, die in das Unternehmen mit Aktien investieren, weil auch der Wert des Unternehmens potenziell steigen kann. Und das wird, so kann man vermuten, vielleicht einen langsamen Dominoeffekt haben, sodass andere Unternehmen das zum Vorbild nehmen. Also dieses ist tatsächlich eine massive Adaption oder Adaption in diesen Massenmarkt von Aktieninvestoren. Dann haben wir hier noch: Bitcoin is suddenly behaving like a tech stock, but might not be for long. Ja, es geht einfach um das Thema, dass das Verhalten von Bitcoin ein bisschen an die Tech-Stocks erinnert, wie Apple, Amazon. Man könnte auch Tesla noch ein bisschen dazu ziehen. Es ist einfach so, dass Bitcoin natürlich auch vom Preis her ein Versprechen für die Zukunft ist. Ja, die Leute investieren, weil sie darin glauben, dass es in Zukunft die Welt verändern wird, beziehungsweise ja, das Finanzsystem verändern wird und eine Alternative ist. Ja, und auf der anderen Seite liegt das ja auch in Amazon. Amazon ist zwar schon sehr weit darin, unser Verhalten und Konsumentenverhalten zu verändern. Das haben sie schon erreicht. Auch Tesla steht aber immer noch am Anfang. Thema Elektroautos. Also so wird auch bei Tesla im Aktienpreis eingespeist, das, was in Zukunft kommt. Sonst wäre der Preis nicht so hoch. Und so könnte man das auch ein bisschen in Richtung Bitcoin sagen, dass es natürlich auch ein bisschen Versprechen in die Zukunft ist, dass die Leute eben halt langfristig darauf hoffen, dass immer mehr Leute sich für Bitcoin interessieren und somit der Preis ansteigt. Ja, dann gucken wir doch noch mal kurz auf die Preise. Wir haben insgesamt einen ja eher ein bisschen durchwachsenen Tag. Wir haben jetzt einen Preis von 11.431 Dollar, aber Chainlink ist weiter am Wachsen. Wir sind schon fast bei einem Wert von 6 Milliarden. Dann schauen wir mal rein. Wir haben hier einige Stocks, die oder Coins, die in dem Falle massiv gestiegen sind. In dem Falle Numerera. Ich habe jetzt von denen noch nichts gehört. Sehr verdächtiger Anstieg. Mal schauen, ob das langfristig so weiter ist. Und ja, sonst haben wir hier wie auch in den letzten Tagen immer wieder recht gute Wertzuwächse bei Swipe, die ja nun auch eine Kryptokarte haben und in Konkurrenz mit Crypto.com stehen. Algorand, Waves, Aragon, also das sind immer die gleichen Namen, wie auch schon im letzten Video genannt. Sehen wir hier sehr oft die gleichen Namen und das heißt, dass auch hier sich der Markt immer weiter dahin entwickelt, dass Projekte wirklich ein sehr gutes Produkt haben müssen und die dann aber auch entsprechend einen enormen Wertzuwachs haben. Ja, und als letztes gucken wir uns doch nochmal den Chart an und zwar, wir haben derzeit folgende Situation.
Ihr könnt euch noch erinnern, dass wir um die 10.000 Dollar herum ja lange, lange gekämpft haben über einen langen Zeitraum. Und jetzt haben wir dort ja einen sogenannten Descending Triangle gehabt, also eine Art Abwärtstrend. Hier ist es ein bisschen weiter nach oben gerichtet. Aber auch hier sehen wir jetzt, wir haben oben ein Maximum erreicht, hier ein Maximum erreicht, also ein Widerstand. Nach unten hin haben wir hier ein Support gefunden, auch hier ein Support und hier ein Support heute Morgen. Und jetzt wird spannend sein, wie lange das weitergeht. Wir können sagen, Richtung Ende August wird es einen Ausbruch nach oben oder nach unten geben. Und das bleibt eben halt abzuwarten. Aber ich glaube, dass wir hier sehr bald in den nächsten Tagen nochmal einen Weg Richtung 11.900 führen. Und das wäre dann genau der Moment, wo abzuwarten ist, ob wir da durchbrechen und dann den weiteren Weg nach oben gehen. Also ich glaube, wenn wir uns das langfristig anschauen, wir haben jetzt auf dem Weekly Chart, haben wir jetzt das erste Mal nach 1, 2, 3 Wochen, haben wir noch einen negativen Wert stehen. Und da müssen wir mal gucken, die Woche hat ja noch ein paar Tage, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, hier einen positiven Candle reinzusetzen. Aber selbst wenn auch mal ein negativer Candle drin ist, wird uns das nicht umbringen. Wir sehen auch hier, wir hatten hier zum Beispiel 4 Candles, die schön nach oben gingen, dann eine negative, dann ging es nochmal nach unten und dann ging es richtig los. Also sprich, eine stufenartige Anstieg wäre hier nicht ungewöhnlich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, euch bald wiederzusehen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Marian. Bis dann.